Herzlich willkommen wieder zurück bei mir im Stream. Wir spielen heute Solstice Chronicles MIA. Ich habe total Spaß an Twin-Stick-Shootern, deswegen dachte ich mal, wir nehmen uns heute mal einen Twin-Stick-Shooter vor. Außerdem sieht er in Grafiken immer sehr echt nett aus, so wenn man auf Steam schaut. Und genau, immer wenn ich denke, so hey, das wäre doch ein Spiel, das wäre bestimmt interessant, so das würde ich mir vielleicht mal anschauen zum Kaufen, und ich weiß noch nichts drüber, dann denke ich mir immer, das denkt bestimmt irgendwer anders auch und will bitte vielleicht auch rausfinden, ist das Spiel was? Deswegen denke ich mir dann immer dann, gut, dann machen wir jetzt auch halt einen Stream dazu, ne? So. Und ganz oft klappt das dann auch, dass ich dann hier tatsächlich irgendwie das Spiel geschenkt bekommen habe. Das Spiel, genau, habe ich auch wieder geschenkt bekommen. Vom Entwickler, vom Publisher, einem von beiden, ich weiß nicht. Und genau. Fangen wir jetzt mal an hier mit der Story. Ich spiele das hier mit meinem Xbox-Controller. Ich habe heute gestern habe ich einen neuen bekommen. Deswegen dachte ich, ich teste den auch direkt mal aus. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Gut. Vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, aber genau. Ich, so leicht umrandet. So diese mit Endline seht ihr dann auch immer den. Was ich gerade auswähle. Okay, wir haben hier vier verschiedene Möglichkeiten, irgendeinen Combat Suit auszuwählen. Den Assault, Demolition, Hellfire und Terminator. Terminator scheint noch gelockt zu sein. Genau, Complete Last Mission on Soldier. Difficulty to unlock the Terminator Class. Terminator ist dann. Ah, ich glaube, das ist auch die Klasse, die man eventuell im Screenshot am Anfang gesehen hat. Den ich in meiner Ankündigung für den Stream hatte. Auf Twitter. Genau. Dann müssen wir den auch gar nicht lesen. Hellfire. He's a walking tank that can withstand a lot of damage. His second weapon is permanently bound to a flamethrower. Okay. Demolition. Demolition is proficient with skills and is the only class able to assign native skills to all skill slots. His specialties are managing skill supplies and using class skills to their full extent. Ja, das ist hier die Skill-Klasse, so oft wie Skill in dem kleinen Beschreibungstext. Also innerhalb von diesen zwei Sätzen stand viermal Skill. Fünfmal. Fünfmal. Das scheint wohl the most skillful zu sein. Und hier, Assault. Assault is a pure weapon and energy blade expert. His damage increases drastically while shooting with weapons. If anything enters the close range, energy blade will finish a job. Hm. Ich muss zugeben, Flammenwerfer hört sich total super an. Sag ich mal, create. Und dann schauen wir uns das mal an. Okay. Oh. Oh, das geht im Koop. Das geht tatsächlich im Koop. Voll super. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir da einen Koop-Partner herbei. Nein, schade. Ja, schade wäre es. Das Tool total super ist natürlich jetzt gewesen, wenn ich hier den Effekt eingebaut hätte, dass zack, einfach jetzt ein zweiter Spieler hier auftaucht, mit Webcam eingeblendet und bla bla. Also wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, da wäre der schon irgendwie hin und weg gewesen. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal machen. Irgendwann muss ich das mal machen, einfach per zweite Webcam einfach einen zweiten Spieler plötzlich dann einblenden lassen und tada! Geht's plötzlich los. Das fände ich cool. Ich glaube, die Idee sollte ich wirklich im Hinterkopf behalten. Egal. Genau, hier Level, fangen wir an mit Last Man Standing. Wir können mit Soldier mal anfangen. Und genau, es gibt dann auch noch den fünften Schwierigkeitsgrad Mercs. Der wird vermutlich freigeschaltet, wenn man Erythrin freigeschaltet hat. Okay, wir fangen mit Soldier an. Start. Okay. Genau, das Ding ist auch, wenn ich jetzt hier alleine das Spiel starte, bin ich nicht ganz alleine. Hier seht ihr auch schon, haben wir eine Drohne. Die gibt, glaubt dem Hauptcharakter gerade eine hilfreiche Hand. Oder so. Und, genau. Und ich habe das Spiel auch noch vorher noch nicht gespielt, deswegen auch neu für mich jetzt.
Driven from Earth by a lethal Stroll virus, humans have colonized Mars. As corporations and insurgents fight to control the planet, Tharsis colony plummets into chaos in sudden Stroll comeback. Flashback? Comeback. But deep inside the mutant-infested colony, there's a sole survivor of a failed mission. A grunt, Elysium Corporation left for dead far behind enemy lines. A guy whose life expectancy is measured in minutes. Yeah, that's right. That's you. Wunderbar. Ja, wir sind hier im Spandex-Kampfanzug. Okay, hier ziehen wir. Okay, mit rechten Trigger schießen wir und ich habe keine Ahnung. Wunderbar. Beste. Und vor allem, wir haben mal kein Fadenkreuz, sondern wir haben so einen Pufferkonus. Das Ding ist, ich habe auch keine Ahnung, wie wir Waffen wechseln. Genau, Tutorial gab es nämlich nicht. Es geht einfach direkt los. Wir haben gerade ich keine nachladen müssen, ey. Würde mal bitte mal die Mauern ruhen lassen, ey. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Okay, ich hätte auch gerade einen Flame-Burst-Gen losgelassen. Mit dem Lichtflügel hätte man den Leaper. Oh, oh. Voll gut. Okay, wir können auch sprinten. Mit A springen wir. Okay, mit Y wechseln wir Waffen. Ja, Schrotflinte. Auch dafür haben wir keine Munition mehr. Scheiße. Alles weg. Oh, wir wurden davon geschleift. Okay, das sollte aber so passieren. Wir haben es geschafft. Gut. Next Level. Interessant, dass wir komplett ohne Tutorial oder so anfangen. Nicht irgendwelche Helfertexte, die sagen so, hier, drücke dies, drücke jenes. Sondern, nein, fuck you, wir müssen alles selber rausfinden. Das ist schon okay, aber das ist jetzt mal so anders als sonst in Spielen. Ist okay. Ja. Sonst ist es bisher eigentlich ganz cool, so das Spiel. So. Intro-Video. Drone. Over here. Oh, you're alive? Cut me loose. Saffron? Don't move. Witzig, so heißt mein Handy. Also ernsthaft, mein Handy. I hope my maker doesn't find out about this. You were the insurgents, right? Expecting backup? Me with the insurgents? No way. You've got insurgency stickers all over your plate. Oh, those. Must have flown in with the wind. It even says down with the corporations. Return Mars to the people. What? Where? Who wrote that? So, they've messed with your honesty protocols. No, they took them clean off. But safety's still on. I wouldn't hurt a human. Well, that's reassuring. Are you expecting backup? No, I'm on my own. But I just saved you. Perhaps you'll help me get out of here? Perhaps. Can you fight better than you can lie? Well, I'd be more useful with all my modules. But I'm better than nothing. Fine. Tag along, don't make noise, and keep away from the line of fire. Great. My name is Saffron, and I've got your back. And we'll die here. Okay, der Marine heißt einfach nur Marine. Und die Drohne heißt Saffron. Die Drohne hat mehr... Hat mehr Charakter als ich jetzt. Geilo. Okay, mit B gibt's Melee-Attacke. Und natürlich schauen wir, dass wir alle Eier zerhauen. Okay, wir haben auch Stamina, die wir damit verbrauchen. Aber ja. Komm, in ihr Gesicht.
Ah, jetzt gibt's hier das Tutorial. Why don't you grab it? I wonder just how bulletproof these cells are. Okay. Okay, man kann nicht alles aufmachen. Aber doch, weißt du was? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir dafür XP bekommen auch. So, wieder drüber springen und... Achso, wir können sprinten. Auf die Fresse, alle! Ich hoffe, wir kriegen nicht XP, weil dann lohnt sich das hier auch mit den Eiern. Okay, ging ja. No opening these without a combat suit. Anscheinend sind wir noch sehr nackt, deswegen. Das ist unser gesamtes Repertoire ausnutzen. Upp. Süß. Eine Drohne, die Angst hat. Ist das nicht süß? So, hoffen wir mal aber, dass wir hier schnell mal in coolere Gefilde kommen. Mit mehr Bam. Und vor allem mehr Flammenwerfern. Damn, that was close. I swear I'd self-destruct if it swallowed me again. It swallowed you? How did you get out? I don't want to talk about it. Okay, Analhumor, Fäkalhumor immer witzig. Aber ja. So, hier bei unserem Signal Flares, wofür auch immer wir die brauchen werden. Achso, was mit RB könnten wir auch Signal Flares ausnutzen. Und hier Dinge in Brand setzen zum Beispiel. Oh, ach ja, wir können auch Fässer werfen. Oh, witzig. Das lohnt sich ja richtig. Will das irgendwie in meinen Kopf werfen. Wer zeigt mir seinen Kopf, damit ich was zum Werfen habe. Wer zeigt mir seinen Kopf, ich will was werfen. Hier höre ich was. Oh. So. Explosion hat gar nicht so viel gemacht. Mit SMG muss man echt nah rangehen. Sonst ratzt man da echt viel daneben. Hoppala, hängen geblieben. Granaten, auch immer gut.
Ah, okay, ich hätte LB nehmen sollen, nicht RB. Checkpoint, das heißt, hier gibt es jetzt nur irgendwie Stuff zum Aufheben. Aufheben, looten. Irgendwas haben wir an unser SMG gerade dran bekommen. Ich weiß gerade bloß nicht was. Egal. Kommen wir da hoch? Nee. So, rennen wir mal weiter. Oh. Munition, immer gut. Oh, Supplies full. Okay, wir können keine Munition mehr mitnehmen. Was? Was ist das? Ach, okay, das sind Supplies für Granaten und Flares. Okay. Das heißt, wir sollten öfter mal Supplies und Flares verwenden. Ich glaube, dem können wir nachkommen. Vermutlich, wenn wir auch lange LB gedrückt halten. Mal ein bisschen mehr draus machen. Keep him busy while I get this fan to slow down. Okay, jetzt gibt's ein Threat Level Tutorial. The threat bar indicates how many monsters can be spawned on the map. This bar directly influences the damage dealt to large monsters and also damage they take from players. Okay, Monster spawn through spawn points und the red bar indicates currently spawned monsters on the map und reduce it by killing monsters. The yellow bar indicates that there is currently more monsters than spawn points can spawn. This is called an ambush and can be triggered only by the player in the event story. Okay. Okay, next. Achso. Es gibt den Unterschied zwischen brutalen Waffen und Standardwaffen. Brutale sind unique und okay, die kann man einmal einsetzen und dann muss man, also man kann sie halt verwenden und wenn das Magazin leer ist, ist Waffe leer. Oder wenn Waffe leer ist, dann wirft man sie halt weg. Macht aber dafür massiv Schaden. Und die leveln auch nicht ab. Okay, und die Standardwaffen sind halt die, die man halt schon ein bisschen gegen drum trägt. Und die kann man bis zu Level 75 hochleveln. Okay. Threat level high. Oh, schade. Wieder was explodieren. Was total unnötig ist, das explodiert. Weil gerade keine Monster da durchkommen. Oh, okay, schon geht's weiter. This is it, Grunt. Go! Und danach wird alles weiter zerschnetzelt. Schön, schön, schön. Auf zum nächsten Level. Gerade ist es noch ein bisschen wenig Wumms dabei, muss ich zugeben. Also die Schüsse von der SMG, es macht halt, es knattert ein bisschen.
da ein bisschen mehr Wumms dahinter und würde sich direkt viel geiler anhören, muss ich zugeben. Es macht halt gerade patapap, patapap, irgendwie, als würden halt irgendwie so hier diese Luftpolsterfolie ein bisschen zerploppen. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht kommen ja dann später noch Waffen, die ein bisschen mehr Rums haben, ne? Und bisher muss ich sagen, tatsächlich gefällt mir die Drohne irgendwie besser als der Marine, weil die irgendwie looks like an industrial sector, ja, or what's left of it. Yeah, I know this area. There's a workshop nearby. We can resupply there. Okay, lead the way. Ja, vielleicht ist es auch nur, weil ich mich mehr mit ihm identifizieren soll. Und deswegen hat sie einen richtigen Charakter implementiert bekommen und als Dings ist man halt gesichtslos. Okay, da geht's nicht hoch. Cerberus. Ah, okay, wir können. Hier, Schrotflinte. Gut. Wunderbar, Pistole haben wir mal zurückgelassen. Noch ein bisschen. Das Gefühl zu wenig. Halt muss mehr krachen. Was nicht, was halt, was habt ihr denn bisher dazu? Gauss Assault Rifle. Tauschen wir doch mal hier Dings ins SMG aus. Lade ich nach, auch schon mal gut zu wissen. So, können wir hier irgendwas machen? Hm. Irgendwas stöhnt und murrt. Ah, da kommt's ja. Oh was, die Laufkäfer? Also die, bei den Käfern wusste ich ja, dass man sie melieren kann, aber bei denen hatte ich das irgendwie nicht erwartet. Yay, Munition sparen! Okay, hier vielleicht in den Giftraum sollte ich nicht reinspringen. Potenziell nicht so gut für meine Gesundheit. Und witzig ist auch, wenn ich stehen bleibe und A drücke, dann sehe ich, wo ich eigentlich hin muss. Das heißt, ich kann einfacher mal so Nebenwege erkunden, weil ich einfach weiß, wo die Nebenwege sind und dass es Nebenwege sind. Wunderbar. Das heißt, weniger im Kreis rumlaufen, weil man doch nochmal den anderen Weg laufen musste. Okay, Scott Runau, wer bist du und warum wird dein Name angezeigt und warum sollte mich das interessieren?
Und wenn ich irgendwas drücke... Ah, Tactical Taunt. Mit Taste runter. Nö, kann ich alles nicht einsetzen. So. Okay, irgendwas brüllt, aber irgendwas greift uns an. Auch okay. Sollst hier mal lang schauen, was hier so gibt. Gibt es hier irgendwas? Den Dimitri. Keine Waffen, keine Gegner. Nix. Will hier keiner angreifen. Los mit euch! What happened here? It looks like the gas pipe went up. Yeah. Okay, da stehen die ungünstig. Ich muss zugeben, die Sprintings sehen zu comicartig aus. A wrecked drone. To you, it's a wrecked drone. To me, it's an upgrade. See this scout module? I think I can use it. Gut, dann wollen wir hier mal ein Scout Module geben. How about we scout a bit? See if anything useful is left lying around. Okay. Ah, okay, je öfter ich ihre Fähigkeit einsetze, desto mehr Monster können gespawnt werden. Okay. Munition und... Threat level high. Threat level extreme. Ah, okay, wir müssen sagen, dass es aufhören soll. So. Okay, das ist irgendwie für Target Finder Stuff. Okay. Irgendwie hier stehen so viele Gas, so viel Dings rum. Dass man gerade meinen könnte, dass irgendwie hier ein Kampf gedacht ist. Aber hier ist nichts. Oh. Interessant. Oh, Minigun. Hallo, Minigun. Nice.
Minigun ist schick. Minigun macht doch. Das Ding ist halt, auch hier klingt die Minigun einfach wieder. Es klingt halt nicht nach wow und boah, wir haben jetzt eine Minigun, sondern halt klingt halt nach. Es windet ein bisschen. Irgendwie. Nähmaschine. Ich weiß, wie eine Nähmaschine klingt. Nein, ich muss zugeben, eine Nähmaschine klingt bedrohlicher. Also ernsthaft mal, Nähmaschinen klingen bedrohlicher als das hier. Ich bin in einem Haus mit einer aufgewachsen, wo meine Mutter ständig genäht hat. Keeping it together, Saffron. Yeah, weitere Minigun. Schick, schick, schick. Und ja, ich muss zugeben, hier ist die Minigun von meiner Mutter klang wirklich bedrohlicher. Im Gegensatz zu dem, was wir hier hören. Aber naja. So. Neues Upgrade für unsere Drohne. The block will also spawn monsters and reduce the threat level. Okay. Was war nochmal Block? Block war nach rechts. Machen wir mal hier mal einen Truck. Was? Ah, okay, das Ding bewegt sich jetzt weg. Oh! Hallo? Was hat sich denn da angeschlichen, ey? Das war ja nicht so cooles Ding. Überall klingt das. Was ist der. Ist der live on Mars? Ich habe ja gerade kurz gelesen. Ist der lit on Mars? Ich dachte schon, ey, was zur Hölle? So, that's what the insurgency is up to these days. Spray painting. Oh, yeah. That's pretty much it. Granaten. Na ja, komm, mega Munition haben wir eh genug. Ich glaube, eh munitionstechnisch muss man uns echt keine Sorgen machen. So. Wir können auch so Melee-Angriffe echt verzichten. Wir müssen nur aufpassen, dass das Magazin nicht leer geht. Ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Problem, was wir kriegen könnten. Und dass wir daneben schießen. Weil das Zielen damit ein bisschen unpräzise ist, gefühlt. Sonst eigentlich gefällt mir eigentlich schon so die Stimmung, die hier herrscht. Es ist dunkel, man weiß nicht ganz genau, was passiert. Schrotflinte. Schrotflinte, Schrotflinte. Oh, liebe Schrotflinte.
weiß nicht, wo sie diese Geräusche her haben, diese Tonaufnahmen her haben. Ich wünschte mir, sie hätte andere genommen. Weil es ist schon irgendwie furchtbar. Oh, was läuft? Oh. Okay. Da, was? Autsch, autsch, okay. Die Dinger, nicht witzig. Sollte ich nur wieder auf die hintere Seite von dem Viech kommen. So, nachladen. Hallo. Sind da zwei von denen unterwegs? Gibt's ja nicht. Haben wir nicht mehr. Der hat eine fiese Reichweite, ey. Nein, jetzt sind zwei davon. Ist blöd. Jetzt gibt's davon drei. Self-Revival. Okay, das ist cool. Thank you.
Okay, ich hätte früher mal Schrotflinte einsetzen sollen. Mann. Gesamte Munition verbraucht, ey. Hoffentlich kann ich auch die große Waffe, die ich da gerade eben gesehen habe, verwenden. Das wäre cool. Ah, da hat ein bisschen spät die Textur nachgeladen. Saffron, you better make it fast. I'm on it. Darf ich das schießen? Threat level extreme. Ah. Okay. Ich habe keine Munition mehr. Ah, geilo. Wird mal bitte das tolle Reaper Turret hier irgendwas tun? Das wäre halt schon grandios. Das wäre super grandios. Turret! Okay, ich kann auch gerade nach nichts suchen lassen. Das finde ich sehr geil. Okay, ich habe jetzt lang genug überlebt und jetzt rennt das Viech weg oder was? Okay. Ich bin irritiert von diesem... Okay, warum auch immer. Das Turret beschießt mit mir. Das heißt, ich muss. Crap, it's overheating. Super. Go. Gerade wo ich rausgefunden habe, wie ich überhaupt das hier mache. Schlimm hier. Gut, nächstes Level. Ach je, ach je. Also irgendwie ist das Spiel schon cool. Es ist jetzt... Nur manche Dinge erklärt es nicht. Was okay ist. Passiert. Hä? Und warum sind wir jetzt hier bei den Weapon Levels wieder bei 0 von 75? What? Und warum haben wir den... Oh, shit. Warum haben wir den Demolitions... Warum haben wir die Demolition Class, wenn wir Hellfire sind? What? Okay, wir können. Vor allem, ich habe keine. Okay, wenn ich mit dem. Wenn ich hier mit dem Controller das bediene, dann sehe ich keine Overlays und was die Dinge bedeuten. Das ist total sehr, sehr beschissen, ne? Weil dann habe ich keine Ahnung, was mir die Dinge bringen. Okay, hier. Has increased health and has secondary resolve is one to flame flower. Davon merke ich gerade noch nichts. Interessant überhaupt, warum diese Menüpunkt hier eingeblendet wurde. Ähm.
Okay. Wir können irgendwie 17 Punkte irgendwie reinstecken. Einer musste wohl voll ausgebildet sein. Oder sechs Punkte mussten reingebildet in die Dings und dann können wir weitermachen. Okay. Mir aus Versehen Granate hochgedingst und bleiben wir einfach bei dem Dings hier. Und stecken den Rest irgendwie. Salamander Damage. Da machen wir hier noch in unser Flame Turret. Einfach mal geht. Und ein Nano Blade. Und ich bin jetzt gerade irritiert, dass wir so viele Punkte verteilen konnten. Wir sind gerade fast durch den gesamten Skilltree durch. What? Weird. Aber jetzt wissen wir jetzt schon mal, Controller Support ist jetzt nicht so super. Und irgendwie ist das Capture-Bild hängen geblieben. Halbarak's Workshop. Now let's find that suit. A combat suit? Like a Solstice 4 or a Solstice 5 maybe? Something like that. Well, something like that would give us fair odds, that's for sure. Finally. Oh my god. That's a six? A Solstice six? I didn't know there was a six. It's a prototype, isn't it? Oh, it's like the sole survivor. That's why you're here. An escort mission for a power suit. Now we've got a fighting chance. Listen, there's an Elysium facility not far from here. With all their security, they just might have made it. I know a guy there who could get us on a dropship. Us? You plan on staying here? I have to look for someone. Oh, an escort mission? Something like that. But the facility sounds like a good place to start. I can help you get there. All right, we better get moving then. Klingt ja schon irgendwie süß. So, und wir haben jetzt entweder Schrotflinte oder die Salamander, den Flammenwerfer. Ich würde statt der Schrotflinte lieber gerne das Gewehr haben. Aber ja, egal. Genau, dann schauen wir mal, was der Flammenwerfer so kann. Joa. Ist okay. Würde sagen, gilt. Okay, darauf kann ich nicht hochspringen. Ich kann nur hier hochspringen. Hier, neues Drone System. Bitteschön. Taunt. Okay, damit können wir den Threat Level senken. Okay. Und im Gegenzug gibt es dann schwierigere Gegner. Come on! It's the end of the world and security tags still work? Damn it! Witzig. Naja, die Birds machen das ja eigentlich nicht gut so. Einfach dazustellen und schick aussehen. Ich muss ja gerade sagen.
besser. Die Turrets machen halt alles. Kann das mal aufhören, ey? Ja. Das war jetzt irgendwie weird. Weil, ja, wir haben halt nichts getan die ganze Zeit. Wir standen dumm rum und haben gewartet, dass die Türme ihre Arbeit erledigen und irgendwie, ja. Aktivieren wir mal hier alle Terminals. Feuerschaden? Nö, ich bin Feuerschaden. Muss ich überhaupt irgendwas tun? Muss ich hier was tun? Nö. Da waren einfach nur Monster. Ah, okay. Aber ich muss sagen, es ist ein cooles Geräusch, wenn die kaputt gehen, die Viecher. So, aber... Hä? Hier war doch jetzt aber auch nichts, was ich tun konnte. Ach, die Tür geht auch so auf. Und ich finde es sehr praktisch, dass ich beim Ha! Ins Gesicht! Special Weapons Development Lab. There might be all kinds of treasures in here. Dann schauen wir mal, was hier so für Schätze sich hier verbergen. Wir können natürlich jetzt die Gauss-Rifle wieder mitnehmen. Ja. Generator anmachen. Threat level extreme. So. Oh. Ich glaube, wir haben wieder so eine Ultra. Wir haben eine Autokerne gefunden. Okay, was können die Autokerne? Explodi Spaß. Did you hear that?
How many do you think are at this? Sounds like all of them. Ja, ja, macht die eure Arbeit dann mal. Ich schau mal, ob wir hier noch irgendwas Witziges finden. Nö, nichts mehr zum Aktivieren. Warte mal, wo ging es denn aber da vorhin lang dann? Hier so. Achso, da ging es ins Nichts. Ja, so viel dazu. Nicht aufhören. So. Sammeln, die Fresse geben. Gar nicht. Shotgun bitte haben? Was? Submachine Gun. Ich will die Rapid Shotgun. Okay, entscheidend kann ich die nicht haben, weil, keine Ahnung, Gründe. Dumme Gründe. Irgendwie konnte ich da jetzt gerade nicht irgendwie Dauerschub geben bei dem Feuer. Das war seltsam.
ganze Zeit gedüst. Threat level, medium. Oh, a bomb module. This will come in handy. Okay, dann zeig uns mal das Bombenmodul. Kein Bombenmodul? Nein, kein Bombenmodul. Was? Das braucht Stamina? Warum zur Hölle braucht der Flammenwerfer Stamina? Sehr, sehr seltsam. Stamina aufladen, weil Flammenwerfer einsetzen braucht Ausdauer. Ich weiß nicht warum. Please don't ask me. Interessant, es wird auch keine Munition mehr verwendet, tatsächlich, sondern Stamina. Ich glaube, es ist gerade echt kaputt gegangen. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Unpraktisch vor allem, ich kann danach nicht mehr wegrennen. Ich weiß nicht, ob das... War das vorhin schon so? Ich erinnere mich nicht daran, dass das schon mal vorher so gewesen ist. Sehr seltsam. Ah ja, und was mir auch auffällt gerade, ich habe die ganzen Overlays gar nicht angemacht. So. Jetzt ist wieder an. Jetzt geht das auch wieder. Und nom, 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 nom. So, außerdem, was mir noch eingefallen ist, wir können genau, das können wir wieder einsetzen. Damit ihr wisst, wer der letzte Vollnauer war und die Personen auch so ein bisschen ins Gefühl. Cool. Ich werde nachher mal googeln, ob das irgendwie so ein bekannter Fehler ist. Das heißt, ich habe unendlich Flammenwerfer. Warte mal, wie ist es mit Schrotten denn? Ne, das wird noch normal nachgeladen. Das Ding ist, ich muss auch nicht mehr nachladen. Habe ich irgendwo einfach irgendein Gimmick, irgendein Upgrade gefunden für die Waffe? Oder so?
Das Ding ist ja, also man kann ja während dem wenn man im Level ist, nichts an den Anzügen tun und so. Wir können natürlich oben auch diese tolle Ultra-Waffe einsetzen. Ah, vielleicht nicht viel lang. Oben lag doch gerade irgendwie eine Ultra-Waffe drin. Ja, servus. Ich glaube, das ist Dorado. Servus, wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Ich bin gerade Source des Chronicles. Ein kleiner Twin-Stick-Shooter. Leider mit einigen Schwächen. Aber Spaß macht er trotzdem. Ich glaube, wir haben jetzt. Wir haben gerade einen Bug. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar kann ich gerade den Flammenwerfer
unendlich einsetzen. Was dabei passiert ist, aber dass meine Ausdauer aus abgezogen wird stattdessen. Ich weiß nicht, ob das so soll. Aber ja. So. Shotgun Cerberus. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Warte. Hier ist Granate. Das ist Primer Directional. Okay, ich kann nur hierauf das Flame-Turret legen. Dann machen wir das doch. Legen hier, Dings drauf. Schade, ich kann nur die dumme Flare hier drauflegen. Nee, Granaten. Gut. Das hört sich doch ganz okay an gerade. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Vollversion oder EA ist. Ich schau mal eben. Was ich in dem Spiel bisher leider erstmal zu bemängeln habe, ist die. Das klingt alles so, als keine Ahnung. Es klingt nicht. Es klingt weniger furchteinflößend als die Nähmaschine meiner Mutter. Und das ist schon ein bisschen schade. Also gerade auch die Minigun, das furchtbar. Also die ganzen Schussgeräusche, da hätte mehr Wumms hinter sein müssen. Und anscheinend ist das komplett fertig. Das ist keine EA. Das ist released. Wurde am 26. Released. Oh doch, tatsächlich. Das ist geplant, dass es auf die Stamina geht. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, tun wir alle vier Punkte hier so rein, damit wir mehr Stamina nutzen können. Mehr Flammenwerfer. Kartoffelsalat. Weniger das mit Hitze im Wald laufen, ist nicht so, sondern eher so. Aber das mit Kartoffelsalat klingt gut. Was für ein Kartoffelsalat hast du denn gegessen? Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt ja welche mit Mayonnaise. Es gibt ja welche, die man halt so österreichisch anmacht. Mit einer, was war's? Essig und Zwiebeln und schwimmend vor allem. Das fand ich ja sehr, am interessantesten daran, als ich mal so die österreichische Version vom Kartoffelsalat hatte. Storm's picking up. It feels like it'll blow the place apart. You've no idea how right you are. What's that supposed to mean? The storm's getting stronger each year. It's ripping the surface apart. My maker says it's game over if we don't reclaim Earth soon. Oh, come on. The government would have warned us. Yeah, I'd love to agree with you, but then we'd both be wrong. Right. Let's just get going. And hope Larry's still at the ETF facility to get us on a dropship. Flammenwerfer! Ja, Flammenwerfer. Es ist halt schon verdammt geil. Also tontechnisch nicht so, aber schadenstechnisch ist halt Flammenwerfer halt schon verflickt geil. Das muss man schon sagen. Medium.
Feuer. Ernsthaft, wozu brauche ich eigentlich nur noch die Munition für die... Okay, weil es einfach wirklich viel Spaß macht, die Cerberus-Schrotflinte. Die macht halt richtig auch hart Schaden. Ich muss zugeben, das hier ist ein bisschen unnötig. Kann das mal eigentlich aufhören? Alles muss brennen, alles muss brennen. Aber wenn es brennt, wenn die hier brennen, sind die viel besser. Also die laufen jetzt halt durchs Flammenmeer, ist halt richtig geil. Schöne ist, ich erscheine ja gegen meine eigenen Flammen unverwundbar zu sein. Das heißt, ich muss noch nicht mal aufpassen. So, scheint echt, dass ich mal hier meinen Torn einsetzen muss, weil hier die ganze Zeit nachproduziert wird, was total unnötig ist. Ist ja gut, ist ja gut. Kinders, hört mal auf mit dem Stress hier. So. Schnell noch hier die Kisten retten. So, wohin müssen wir jetzt überhaupt? Da lang müssen wir. Der geht hier auf. Türe geht nicht auf. So, der Flammenwerferturm. Der macht derweil ein bisschen Schaden. So, die Tür ist jetzt endlich offen. Könnte ich weitergehen. Alles brennen. Ja, so tontechnisch, wie gesagt, müssen sie eigentlich noch echt was nachbessern. Ist ja gerade hat es ja noch gemeint, hier Knackgeräusche. Und ja, gut, man kann jetzt argumentieren, dass Knackgeräusche bei Feuer gar nicht so falsch sind, eventuell. Ich weiß es nicht. Aber hört ihr mal das hier an. Warte mal, ich muss mal woanders hingehen, wo keine anderen Turrets rumschießen. Das ist die Minigun. Okay.
Die hört man kaum. Was nett ist, ist nicht, die so die Lichteffekte und das Montier das nehmen kann und irgendwie anderen Leuten einen Kopf werfen kann. Wenn denn jetzt gerade jemand kommen würde. Es ist so, dass ich glaube, was einer gemacht hat, um das Geräusch von einer Minigun aufzunehmen, ist, dass also einfach da gesessen vor dem Mikrofon und gemacht hat, weil so hört sich's ein bisschen an. Also sie haut schon rein, so ist nicht. Aber man hat halt nicht das Geräusch dazu. Dann hast du halt schon ein bisschen blöd. Tatsächlich ist mittlerweile mein Flammenwerfer schon besser als die Minigun, weil sie einfach mehr Schaden anrichtet. Und dabei geiler ist. Aber was tatsächlich nett ist, das Higgs, dieses Zielsystem. Wenn ich auf A drücke, dann wird mir am Boden so per Pfeil angezeigt, wo ich hin muss. Also wenn ich jetzt hier mal A drücke, genau. Das ist mir jetzt so eine Pfeillinie, wo ich eigentlich lang müsste. Feuer! Ich weiß eigentlich immer noch nicht, ob mir Feuer überhaupt Schaden antut oder ob es total wurscht ist, wenn ich durch Feuer durchlaufe. Potenziell aber schon, weil ich weiß gerade gar nicht, wer mir sonst Schaden macht. Wie sollen wir denn sonst den Schaden antun? Ich habe tatsächlich gerade gar nicht mehr so viel Leben, fällt mir auf. Oh. Ich bin tot. Okay. Kann das mal aufhören? Sammeln. Komm, hier, ich geh sterben. Das Rollviech habe ich nicht mehr gesehen, dass es irgendwo herkam. Da, Rollviech. Ich bin sehr froh, dass ich das Feuer habe. Ansonsten hätte ich echt Probleme, die ganzen Viecher zu sehen. Weil dadurch, dass sie durchs Feuer laufen, haben sie halt dann schon immer so
roten Lebensbalken dran. Dann sieht man sie auch. Wir können auch keine Ammo mehr mitnehmen. Ah! Ach, die Viecher. Das ist doch nervig. Ich hab's mal gekillt, ohne dass irgendwelche dummen Nebenviecher hergekommen sind. Wow. Oh. Okay, ich glaube, das Feuer macht mir halt doch Schaden. Ich glaube, das sollte ich akzeptieren. Flammen an, Flammen an. Ja. Ansonsten ist das Spiel eigentlich ganz witzig. So, wenn man auf den Sound absieht. Und sorry, das ist total spät auf diese Antwort. Von dir Antwort, sorry, Dorado. Aber ja. Come for it, you ugly pieces! Threat level high. Okay. Ich glaube tatsächlich, der Flammenwerfer ist jetzt gerade einfach das Liebste, was ich haben kann. Ich will eigentlich gar nichts anderes. Okay, die Schrotflinte ist schon noch witzig, aber... Und ich habe 999 Schuss dafür. Schon praktisch. Aber ja. So, wo muss ich eigentlich schon wieder hin?
making those bloody noises every single time I curse. I'm sorry, Grunt. Can't seem to be able to deactivate the profanity filter. Profanity filter? Who's your maker, Mary fucking Poppins? I can't believe this. Mary fucking Poppins. So, ich wünsche, wir hätten mehr Stamina. Arclight Flamethrower. Okay. Was geht jetzt hiermit? Ist der etwa noch krasser als meiner? Nö, der ist. Ist nicht krasser. Schade. Ein bisschen krasser ist er, glaube ich, schon. Threat level extreme. Extreme. Ach nö, nicht schon wieder extreme. Das muss nicht sein. Spawnen überall wieder Monster. Oh, ich habe mich selber in die Luft gejagt. Cool. Okay, einmal kann ich mich noch selber wiederbeleben. Und danach ist leider, glaube ich, Schluss. Das ändert nichts tatsächlich an den Viechern, die ich geschickt bekommen. Die wir geschickt bekommen, weil, ja. Was ist jetzt endlich was? Ach jo, gut. Wollt ihr nicht weiter? Ist die hinten vor allem hin? Oh, und jetzt hier noch so ein dummes Gate Terminal. Legen einfach schon mal hier so ein Flammenteppich hin. Das kann nicht schaden. Over there, Grunt. A survivor. He's entering the facility. So they've stood ground after all. Good. Let's go. Na, das sieht ja nicht so aus, als wäre der freundlich. Oh, nee. Unser Mensch heißt einfach nur Grunt. Das finde ich ja auch schön. Ach ja. Genau. Ich würde jetzt aber sagen, das war's hier. Weil, ja. Weiß nicht. Ist irgendwie schon witzig, aber ich muss zugeben, nicht witzig genug. Und einfach da, dass da immer dieses, der Wumms fehlt die ganze Zeit und irgendwie, das ist so enttäuschend. Ach je.
So enttäuschend. So. Genau. Genau, das ansonsten entwickelt wurde es von Iron Ward aus Kroatien. Dieses Spiel hier ist tatsächlich irgendwie Teil einer Serie, ist aber ein Spin-off und keine echte Fortsetzung von, ich glaube, von den Solstice-Spielen. Oder Solstice Chronicles? Ich weiß es nicht. Genau, aber dieses MIA ist tatsächlich hier dieser Twin-Stick-Shooter. Und Twin-Stick-Shooter sind prinzipiell für mich gut, macht mir Spaß. Aber ja, der hier war leider etwas enttäuschend. Es ist so traurig. Ich mag ja Twin-Stick-Shooter. Und Flammenwerfer ist eh super. Aber dann sowas.